Ja, am Klippensprengstoff hier kommen. Wird eh im Weg sein, so wie ich mich kenne. So, hier müsste es jetzt beginnen. So bedeutet, wir machen den hier 1 nochmal breiter. So, das auch schon mal raus. So, jetzt nochmal hier diese kleinen Krimskrams zumachen, damit hier nichts im Wege steht. So, bedeutet auch, ich werde die erste Zentrifuge hier hinstellen. Die wandelt das in Uranerz um. Bedeutet, ich mache hier zwei von diesen auf jeden Fall. Eine Anforderungskiste. Na komm, machen wir 250 Uran. Passive Anbieterkisten. So. Das ist Punkt 1. Dann kann der nämlich schon mal anfangen, hier das Zeug umzuwandeln. Der kann die Truhe auch ruhig voll hauen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ist denn mittlerweile ein Atomreaktor fertig eigentlich? Nee. Aber ich muss eh zurück, fällt mir gerade auf. Ich habe noch was vergessen bei der Automatisierung. So. So, ein Trick. Bedeutet, wo haben wir ihn? Ey Mann, wo ist mein Auto? Da. Es fehlt ja noch ein was bei der Automatisierung für einen Atomstrom. Na, das war bloß ein Baumstamm. Hoffe ich jetzt mal. Da war ein Stein, da auch. Okay. Wupp. Wupp. Und eingesteckt. So. Und zwar fehlt nämlich die hier. Ja, genau, die fehlt.
So, bedeutet hier wieder rote, da wieder Zahnräder und da wieder Rohre. Bam. Da ist auch ein Atomreaktor schon fertig. Sehr schön. Genommen. 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 So. Die Umwandlung findet da hinten statt. Ich muss die ganze Produktion der Teile eigentlich dahinter verlegen. Sonst habe ich hier ein übelstes Hin- und Hergefliege. Sollen die erstmal produzieren? Warte mal, was brauche ich nochmal für die mittlere Dichte? Ich überlege gerade, wie man die gelbe. So, rote Stahlplaste. Die roten kommen ja hier hoch, Stahl kommt hier auch hoch, Plaster auch. Dann könnte man das hier oben noch fortführen. Dann machen wir das. So, das bedeutet 20 davon, 5 davon. Ja, wie macht man das jetzt? Ich lasse die roten. Warte mal. Andere Idee. Andere Idee. Passive Anbieterkiste. Einmal da. Einmal da. So. Und hier direkt zwei grünen, damit es hier vorangeht. Und hier drüben kann ich eigentlich auch in der Höhe hier machen. Machen wir die Produktion noch mal hoch. So. Oh, wo. Ach du Scheiße, wo ist das? Da oben, ach du Scheiße. Sofort hin da. Sofort. Oh Gott, Auto. Lasertürme da. So. Puh. Heidi wird's geil. Gut. Machen wir da auch rüber. Drängen sich jetzt hier andere Probleme auf? Kann man hier aber.
langsam vorbeifahren, dass der hier den Rest reparieren kann. Und hier. So. Das jetzt schon wieder. Das, wo ich gerade aufgebaut habe. Hey. Das hier wird nicht so viel rumgeballert. Das kann man sein lassen. So. Ja. Ist gut, dass ich es da verstärkt habe, auf jeden Fall. Aber wir werden nicht drum rumkommen, da einen Ausritt machen zu dürfen. So, sollte hoffentlich erstmal auch hier reichen. Ich will jetzt wirklich die gelbe Produktion da höher treiben, dass es schneller geforscht wird, weil das geht ja wirklich lahm. Kids. Sollte ich mir vielleicht. Lass ich mir doch. Ach, da. Gut. Bam. Sieht man an, wieder Kisten. Anforderungskisten und ab geht die Katze. So, das einmal, Stahl einmal, Laster einmal. So, hier das Ganze auf zwei Stacks minimieren. So. Das Ganze kopiere ich aber auch gleich nochmal. So. Löschen. So. Ja, beliefert mich. Das ist vollkommen okay. So, und jetzt gehe ich hinter. Warte mal, da kann ich ja. Was heißt hinter gehen? Ich fahre hinter. Und dort kann ich. Dann eine Anforderungskiste stellen und das Zeug anliefern lassen und dadurch,
das Ganze beschleunigen. So. Und zwar an dieser Stelle hier. Ja, da könnte ich eigentlich auch gleich wieder den einfügen. Anforderungskiste. Und liefern mir mal von dem Zeug aber gleich 250 an. Und noch produziert, okay. So, jedes Teil, was da schneller rumkommt, ist hilfreich. Ich hätte das natürlich jetzt auch da drüben hinbauen können, aber wenn ich jetzt schon hier bin, kann ich da noch Produktivitätsmodule reintun. Das wollte ich nämlich auch noch machen. Gut, das wird repariert, das ist mir jetzt erstmal Rille. Jetzt hole ich da nämlich noch mehr raus aus der ganzen Geschichte und damit zurück. Obwohl, ich hätte ja jetzt hier alles. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wie mache ich das jetzt am besten? Mann, ey. Da muss ich jetzt immer noch mal überlegen, wie ich mir diesen Aufbau mache. Weil so oft habe ich das auch noch nicht gebaut, aber ich fahre erstmal zurück und schaue mir jetzt an, wie das mit dieser für die gelben Wissenschaftspakete, wie flüssig diese Material der geringen Dichte da gebaut wird. Ja, natürlich sowas von klar. Na komm, jetzt will ich es wissen. An den Roten liegt es jetzt, oder was? Dann müssen wir da mal die besseren bauen. Und B dann vielleicht auch einen zweiten Absteig, also ein zweites Fließband rausführen, wo abgenommen werden kann. Das mache ich gleich mal dahinter. Sofern wieder Kiste, bam. So, hier aber am besten auch mit 4 Stacks Begrenzung. Darüber ist natürlich so eine Sache.